Hallihallo, hallo, herzlich willkommen auf dem Maddi-Kanal. Es ist mir was zugesandt worden, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe. Liebe Grüße gehen raus, Dankeschön dafür. Es gibt wieder eine Folge EPA. Das bedeutet, Helm ab, EPA auf! Wir haben Italiano Intermiato EPA. Wir haben ein italienisches EPA bekommen. Also wir haben ja schon viel durch. Es sieht auch komplett anders aus. Wir haben tatsächlich eine italienische Einbahnpackung bekommen. Das erkennt man eigentlich nur anhand der Schrift, ne? Alles Italiener. Ja, und weil ich forze. Ich forze den ganzen Tag. Ja, aber weißt du, was bei Italienisch bei mir sofort reinkommt? Che pasta se la canzone. Ach so. Das ist aber sofort das erste, was ich mit bei mir ist Azzurro. Aber das ist ja Deutsch. Nein. Doch? Nein. Sind der nicht? Schreib's in die Kommentare. Ah, nee. Okay. Ach nee, es war hier. Wie heißt das? Carbonara. Ja, genau, das war das doch. Egal, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich probiere das heute aus, ich gucke, was da drin ist. Ich weiß jetzt nicht genau, das hat man mir nicht gesagt. Also, wir haben zwei Größenunterschiede. 2021 hoffentlich gepackt und nicht abgelaufen. Ich packe einfach alles aus. Ich glaube, das ist eine Portion hier. Das ist auch ein Paket, glaube ich. Aber ist das ich weiß eine nicht, Tagesration jetzt alles zusammen? Ich weiß nicht, Scusi, ich habe keine Ahnung. Ich kann leider immer nur Schimpfwörter in anderen Sprachen. Ich kann das jetzt hier... Welches ist immer der hier? Wie macht Teddy immer? Fico? Tortellini, Ragu? Wo ist Scalotta? Könnte auch so eine Speisekarte bei Mita um die Ecke sein. Ja. Tortellini, Ragu? Wusselin Sulocata, Re, Krekas, Mazedonische, Comprosefe, Polimimi Vati Damaici, Kaffee, Leofizilato, Compresse di Crusca, Zucchero. Okay, ich weiß nicht, was hier. Ich wäre auch echt schwer enttäuscht, wenn da keine Nudeln dabei wären. Ja, Insalata. Ja, gucken wir mal. Das ist Salat, ne? Ja. Nee, Vorspeise. Also, vielleicht ist das so morgens, Mittag, abends oder Vorspeise, Hauptspeise und Kleinspeise. Dann ist es aber alles eine Tagesration. Das ist eine Tagesration. Ist aber schön, Packmaß. Oder es ist eine Mahlzeit. Scusi, ich weiß nicht, das werden wir jetzt auspacken. So. Wir fangen mal mit der großen Packung an. Ah. Kreckasse. Scusi. Oh, hier, Tortellini. Genau. Oh, Torre Wurstel. Okay. Ich weiß jetzt nicht, warum da jetzt Zucchero drin ist. Vielleicht für den Kaffee. Weil, was ein Kaffee für denn? Der Tier, das ist doch kein Kaffee. Du hast doch einen Kaffee vorgelesen, oder? Ah, ja, das ist der Kaffee. Wow. Okay. Was machst du für Pillen? Keine Ahnung. Enervit. Oder wie der Italiener sagen würde, Kaugummis vielleicht? Aber stimmt, das sieht nicht aus wie Kaugummi. Nee, das sind einfach so eine Pastillen. Die lösen sich doch auf, das sind doch so eine Traubenzucker vielleicht? Was ist das? Als würdest du. Was steht da denn drauf? Enervit! Vielleicht ist das Abführmittel oder so. Ich denke mal so Energie irgendwas, ne? Nee, es schmeckt aber nicht nach Energie, Junge. Boah, es geht ja schon gut los hier. Okay, ich packe die nächste. Oh, was haben wir denn hier? Eine Koche. Cool. Oh, was ist das hier? Salz oder Zahnpasta? Latte, sieht einfach... Latte Intero Concentrato Zuccherato. Es sieht aus wie so eine Zahnpasta. Es könnte Zahnpasta sein, ja. Okay, ich weiß nicht, was das hier ist. Ich glaube, es ist eine Mülltüte. Oh, guck mal, Zucchero. Nochmal Kaffee. Es sind aber echt mega viele Bonbons dabei. Hier, da sind Zahnbürsten, das ist Zahnpasta. Stimmt. Oh, geil. Aber warum ist da so ein riesen Zahnpasta dabei? Nee, das ist keine Zahnpasta hier, oder? Das ist... Nee. Was ist das? Ah, weißt du, was Latte ist? Latte ist doch Milch. Ja, und stimmt. Das würde auch Sinn machen, weil hier vorne ist auch Milch drauf. Latte ist Milch. Latte Intero Concentrato Zuccherato. Ey, das ist... Ey, weißt du was? Das ist so Kondensmilch oder sowas. Kennst du die? Aber aus der Tube, ich kann noch nie gesehen. Ist noch zu? Ist noch zu. Mhm. Wollen wir mal reingehen? Ja, klar. Ih, warum ist die denn so... Das ist aber... Oh. Warum ist es denn so beige? Junge, das ist Karamell. Oha. Alter. Okay, Pluspunkt. Oh. Ey, ich wette, wenn die das bei der deutschen Bundeswehr einführen würden, dann würde es einen Handel geben. Chris, du musst dir den Gefallen tun, du musst es kosten. Mach dir aber was auf den Löffel. Ich mir Ruf auf den Finger. Das ist Kaffeesahne. Oder Karamell. Mhm. Als würdest du den Wert das Echten quasi einfach so aus der Tube. Oh. Okay, das ist sehr geil. Oh. Also die Italiener, jetzt schon... Weil der auch Zuckerrüben draufsteht, mich ein bisschen verwirrt. Ja, ich hab mich auch ver... Oh.
Kennt ihr Milchmädchen? Kennst du Milchmädchen? Das ist so eine Dose gewesen. Könnte man auch so richtig dicke Kondensmilch. Es geht in die Richtung. Aber das hier schmeckt mehr nach Karamell. What the hell? Boah, den Rest wollen wir auspacken. 10 von 10. Geil, was haben wir hier noch? Ah, hier, Pfeffis. Nee, Esbit. Guck mal. Okay. Bisschen groß, die Pfeffis. Esbit, ja, wahrscheinlich für den Kocher hier. Der hat noch gar keine Dings gewürdigt. Ja, Doppelpack sogar. Ah, okay, cool. Dann kannst du hier quasi mit kochen, mit warm machen. Auch schon mal gut. Hatten wir nicht letztens ein Epa, wo man nichts warm machen ja, konnte? Ja, genau, hatten wir auch. Oha! 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 Also sehr viele Naschereien auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wir haben nochmal Insalata de Rio und Cannelloni Turkey Jelly. Was auch immer. Und Besteck. Und für jedes Epa ein Besteck dabei. Also, ja, du, spannend. Ich vermute mal, das sind hier so die Warmspeisen. Na, Insalata war doch mal, war das nicht Vorspeise? Ich dachte, das ist ein Salat. Achso, ja. Das oder? Aber hier irgendwas ist Carne in irgendwas in Gelatine. Carne ist Fleisch. Da haben sie Truthahn in Gelatine gepackt. Ah, gut übersetzt. So, okay, naja, pass auf. Wir machen das ganz unspektakulär. Ich zünd mal den Brenner an hier. Leg da so ein Plättchen drin und dann gucken wir mal. War hier denn irgendwie auch ein Feuerzeug irgendwas dabei? Ja, Streichhölzer. Aber ah, ja, das passt nicht hier. Aber musst du so anklappen, ne? Ja. Das geht ja schon gut los. Also gehen wir davon aus, wahrscheinlich, dass du irgendwie was dabei hast. Ne? So ein ja, ein Pitpot. Irgendein Kochtopf. Ich guck mal, ob ich einen kleinen Topf finde, weil ist natürlich klar, man füllt es wahrscheinlich in sein Dings. Oh, so eine Suppe hier oder sowas. Schüttel mal. Das fühlt sich sehr flüssig an. Ja, guck mal, mach mal so. Ja, alles andere haben wir ja bei. Streichhölzer waren hier, die waren mit bei. Also die Taste ist das erste, was wir jetzt dazu gebracht haben, ne? Mhm. Ready? Aus. Boah, das riecht richtig nach Fisch irgendwie. Volle Bude, oder? Aber es ist ja nur das Esbit, was wir aufgemacht haben. Okay, womit fangen wir an? Wollen wir mit Tortellini alla Ragù anfangen? Ja, klar. Okay. Achso, sind die eigentlich. Wo man ja wieder Vorspeise anfängt, ne? Abgelaufen 20. Nee, 16.12.23, also letzten Monat. Ja, das ist gut. Das ist okay. Okay. Was ist denn auch in die Tasse? Das ist eine Nudel mit Tomatensauce, ne? Also das geht halt immer. Man kann ja auch so machen, dann ist die Gefahr nicht so groß. Mal hier den Truthahn auf. Oh, das sieht aus wie so klassisches Frühstücksfleisch oder sowas. Aber da bin ich raus, ne? So Gelee-Zeug, das ja, ist echt für mich so schlimm. Aber ich muss da mal an Hunde- und Katzenfutter denken. Gelee finde ich toll. Ich hatte gerade noch Appetit, weißt du? Vor einer Sekunde hatte ich noch Bock. Boah, Scusi, Alter. Etwas bisschen viel Salz. Alter, Scheiter. Das ist länger haltbar, oder? Oh, naja. Schön in der Salzlake. Ja, hier oben ist halt noch jetzt viel von den Dings, aber ich nehme mal hier so ein Stück mit nur mit Fleisch. Also, wenn man das warm macht, ist es noch ein bisschen besser, ne? Aber das ist gut. Das ist halt so. Hier waren noch ein Cracker bei, ne? Ja. Moschito total Sekunde. Nehmen wir den einfach hier. Ich glaube, wenn man das in der Kombination zum Brüschi zum Beispiel isst oder so, dann ist das völlig okay. Oha. Glaub, das sieht weich aus, ne? Sieht richtig aus wie Brot. Nee, ist überhaupt nicht weich. Ja. Oh nein, Tortellini! Oh, scusi, Mamma mia! Pronto! Hol mir einen Lappen! Ja, das wird nicht mehr. Bleib ruhig. Wow. Oh, scusi! Mann! Oh, es ist aber auch eine Schlacht wieder hier. Mamma mia! Okay. Ich weiß nicht. Unglaublich fettig. Gibt es auch Servietten oder so? Ich gar nicht gesehen. Aber zurück zu den Crackers. Ja, guck mal hier. Da. Ah, Napkins, super. Prima. Nehmen wir erstmal die angefangene. Crackers. Die sehen geil aus, muss ich ehrlich gestehen. Also die haben so eine Optik, als hätten sie die selber gebacken. Ich koste mal. Noch einen probieren? Mhm. Ja, die sehen halt sehr weich aus, aber irgendwie sind die echt. Die sind also das Gegenteil von weich. Ja, Butterkekse halt, ne? Nee. Mm-mm. Da spielt mein Ei raus, finde ich. Butterkeks? Du hast doch keine Ahnung von Keksen, Junge. Merkt man sofort. Das scheint bestimmt was Besonderes. Hier, Biscotto Deutsches. Ist bestimmt irgendwas Spezielles Italienisches, weil das habe ich so noch nirgendwo gesehen. In keinem Epa. Aber für mich hat sich ja die Frage gestellt, macht das vielleicht Sinn? Das mit dem Fleisch so in Kombination?
Nö. Mario! Also, das ist mir einfach viel zu salzig, muss ich ganz ehrlich gestehen. War jetzt in denen hier überall das Gleiche drin? Ich glaube ja. Ja, nochmal. Ja, isst sich halt so weg, ist das nicht geil? Nee. No. Das ist ein Cracker, das ist salzig. Das ist ein anderer hier, der sieht zwar aus wie der, aber probier mal, das ist mit Salz. Das ist ein bisschen heller. Im direkten Vergleich haben die auch Löcher, guck mal. Hier, Löcher, keine Löcher. Gucke. Schmeckt halt wie Pappe mit Salz so. Also, ist auch so. Pappe mit Salz. So, unsere Suppe ist so gut wie fertig. Ist das noch an unten? Ja, brennt noch. Probieren wir mal Tortellini, ja? Scusi. Ach, Junge, Junge. Kannst du gerne probieren, aber es schmeckt halt wie Ravioli aus der Dose. Aber du hast halt echt viel Ess mit dabei, ne? Also du kannst mehrmals den Top anmachen, hast aber gar nicht genug Essen dafür. Ja. Unglaublich fettig. Boah. Gut, dann lass mal das Geheimnis lüften von diesem Insalat da de Riso. Ja, bin ich gespannt. Das ist Wurstel. Ich weiß nicht, was es ist. Ihhh! Was ist das denn? Vor allem, was sind das für Blasen, die da rauskommen? Ihhh, also die sehen auch schon. Naja, komm, das ist halt meine Pflicht. Boah. Das zerfällt sofort im Mund. Also ich könnte mir vorstellen, in der Kombination hier mit Soße. Nee, auch nicht. Komm, du bist doch ein Fan von Soße. Nee. Doch, komm. Boah, die sind ja viel zu weich. Da fehlt alles, das ist keine Pelle, nix. Das ist einfach nur... Das ist einfach nur widerlich. Fühlt sich an wie so... Ein Schluck Wurstwasser? Boah. Also das ist halt auch... Also ich mag ja sowas eigentlich, ne? Aber das ist wirklich olle. Oh, puh, das kannst du nicht. Das ist schwierig. Nein, ich mag... So schlimm? Ja, meine die Konsistenz gerade gar nicht, nee. Konsistenz ist wichtig, aber beim Essen muss schon ein bisschen... Okay, wir machen auf. Insalata de Riso. Also Reis auf jeden Fall. Riso-Reis. Ja, das ist Reis mit... Oder es kommt gleich ein blauhaariges Männchen aus der Dose. Was ich nicht glaube. Oh, da sieht aber auch wieder... Das ist ein Hühnerfrikassee oder was? Ah, scusi, Mann. Ich weiß nicht. Guck mal, dieser... Oh. Ah, das... Was ist das denn? Oliven im Reis? Wir sind doch hier in Italien. Wir sind vor allem in Italien. Ich würde das mal hier zur Seite stellen. Das wunderschöne... Ja, hier, komm. So, hol mal eine neue Tasse. Wir müssen es ja warm machen. Cool. Dann jetzt Risotto de Frutti di Mari. Wie sieht es bei Oliven aus mit dir? Ja, völlig okay. Ja. Wenn das echte Oliven sind, weil es gibt ja auch einfach nur gefärbte. Wo ich mir denke so, hä, was hat das... Verkaufen sie dir quasi reife Oliven als gefärbte einfach bloß, also grüne. Was ich ein bisschen mau finde, was ich jetzt schon sehe, ist halt der Reis, ne? Quatsch, das Fleisch. Meinst du, was wenig ist? Ja, ja, fast gar nichts. Aber ich finde, der Reis sieht aus wie so Milchreis, richtig aufgequollen. Ja, ja. Matschig. Aqua, also Wasser, Riso 11%. 7, Carnes Juine Correttore di Acaciteato. Latta d'odiso di Osalia Malori Naturali Saccarososio Anti... Ascorbato di Studio. Alter, Vater. Aber I ist schon so, das ist so der Buchstabe der Italiener, oder? Ja, ja. Der I? Da ist immer ein I irgendwo. Aha! Ah, fuck! Aua, und dieser Werte brennt. Ah. Oh, schön den Finger verbrannt. Aua! Ja, man, vielleicht doch nicht zwei drauflegen. Ah. Sieht schon wieder toll aus hier. Oder? Okay, wir können ja schon mal weiter gucken. Wir haben ja hier noch den Superpower. Guck mal, da steht auch wieder dieses Ding drauf. Wie auf diesen... dann ist es ein Energie. Aber das ist doch. Das, ey, vielleicht kaut man die nicht, sondern man schluckt die nur runter. Vielleicht sind das Koffeintabletten. Ja, oder die löst dann im Wasser auf oder irgendwas, weiß ich nicht. Aber die sind noch haltbar bis zum März 2024. Also schlecht waren sie auch nicht. Horrige hier. Komm. Der ist noch bis 2. März haltbar. Nee, letztes Jahr. Letztes Jahr? Nee, dieses Jahr. Boah, sieht super aus. Das sieht aus wie Hundefutter, oder? So ein Leckerli für so einen Hund? Das ist ein Stück Leder. Komm, du ein Stück, ich ein Stück. Nee. Ist noch haltbar. Ich will das nicht. Ich mag sowas gar nicht. Doch so klebrig. Was ist das? Das ist sogar eine Kaffeenote. Bist du bitter? Wie so ein alter Autositz irgendwie.
Ich kann das nicht zuordnen, was das ist. So ganz komischen, bitteren, künstlichen Geschmack. Bitter, bitter. Ja, das ist Koffein wahrscheinlich drin. Weißt du, die starten hier mit so einer, Geschichte hier, weißt du? Ja. Und dann kommen sie mit so weit um die Ecke. Aber was haben wir denn hier? So eine kleine Bonbon-Tüte. Sind die Italiener eher so Süßigkeiten-Fans? Saccharosio, Scrippo di Glucione Fruttosio. Alter, das ist ein Zauberspruch. Glutorio di Fagnaria Fanculo. Alter, Vater, ey, das ist wieder... Aber es macht Spaß. Also das ist ein Epa, was mir richtig Spaß macht. Das muss man einfach auch mal so sagen. Oh, mein Reis brennt an. Na, zu kosten ist es warm genug, glaube ich. Auch richtig, oh, nee, richtig schlotzig. Kannst du alleine essen. Komm hier, mit. Mit allem, was da drin ist. Guck mal hier, mehr Zutaten sind es nicht. Reis, Olive und irgendein undefiniertes Fleisch. Und eine Möhre. Boah, nee. Das ist ja, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Das ist einfach, ich bin ja vor vielen Monaten mal zur Schule gegangen. Das schmeckt wie ein richtig schlechtes Schulessen. Hm. Oder wie die gesagt haben, ein gutes, weißt du? Nee, sorry, kann ich nie essen. Also. Sah auf den ersten Blick ein bisschen aus nach Hühnerfrikassee, fand ich. Schmeckt aber nicht danach. Schmeckt einfach nur unglaublich salzig und undefinierbar. Das ist alles ein bisschen salzig, oder? Sehr, sehr salzig, ja. Ja gut, du hast ja eh so ein bisschen. Ja, aber das ist. Salzphobie. Das ist klar, aber. Ja. Hier haben wir nochmal diesen Energiemix. Was ist das für eine Pille? Wieder eine Pille? Mit einem Pfeil drauf. Warte. Minerale con zucchero de el glutue. Traubenzucker? Bitter. Unglaublich bitter. Boah, ich kann es nicht mal zuordnen. Ich weiß nicht mal, was das ist. Hier haben wir nochmal so eine Pillen. Ich denke mal, das ist alles zum Auflösen. Irgendwie, das nimmst du nicht einfach so pur. Ja, das ist hier zum Desinfizieren von Wasser. Das kann ich gerade noch so an den Sachen so erkennen, weißt du. Das probieren wir lieber nicht. Ja gut, da sind ja auch so eine Warnsymbole drauf. Aber ein Bonbon probieren muss ich. Oha, ja, ich glaub, das ist ein Gelee-Bonbon. Das ist nicht einfach hier. Oh nee, das ist ja noch schlimmer. Oh, guck. Ja, aber das finde ich abartig, sowas. Magst du so Gelee-Bananen und sowas? Ja, mal. Aber... Mh. Mille grazie. Ja. Ist okay. Ich glaube, hier drüben sind dann die anderen Bonbons ohne Gelee, oder? Ja, einfach einen anderen Geschmack. So nee, doch, ist auch Gelee. Ist aber auch Gelee. Ist okay. Ich glaube, das ist so dieses klassische Ding mit schnellem Zucker, wenn du im Gefecht bist. Weißt du, wenn du durch eine Übung machst und dann halt schnell runterkommst, oh, bist du müde. Davon. Aber die tun mir trotzdem ein bisschen leid. Also, das möchte ich nicht gerne essen wollen. Also, das EPA ist bis auf das hier. Also, das hier ist, das ist Premium. Das müssten sie in jedem EPA einführen. Finde ich richtig gut. Ruf auf die Zahnbürste. Ach ja, Mensch, hast du gesehen, dass die Zahnbürste machen? Ja, ja. Aber dann irgendwie keine Tabletten oder irgendwas, ne? Ah, doch, da. Zahnpasta ist dabei. Oh, 3 Stück. Geil. Weißt du, so. Da macht Zähneputzen so Spaß. Ja, ja. Aber keine Zahnpasta ist mit dabei, finde ich gut. Mhm. Ja, also das Beste am EPA ist tatsächlich die süße Kaffeesahne oder Karamell. Schmeckt einfach wie ein Wert, das echte. Entflüssig. Habe irgendwas vergessen, noch nicht ausgepackt. Hier ist noch ein Keks. Ein Mini Barretta. Barretta. Ich glaube, das ist eine Knarre. Ah, das ist Schokolade. Ich dachte, das ist ein Keks. Oh, die sieht aber nicht mehr gut aus. Ja, die beste Zeit hinter sich, glaube ich. Oh, ja. Ist die abgelaufen? Es kann auch sein, dass sie einfach nur Wärme gekriegt hat. Das passiert auch schon mal, ne? Wenn du jetzt im Sommer irgendwo im Handschuhfach liegen hast, dann sieht deine Schokolade nach außen aus. Aber von der Theorie her kann Schokolade nicht schlecht werden. Weil die so viel Zucker enthält, oder warum? Mhm, ja. Das ist eine Luftschokolade. Schmeckt gut. Obwohl die schon so fertig ist. Wobei ich finde, wenn man Schokolade zu lange liegen lässt, irgendwann schmeckt die anders. Ja, die schmeckt alt. Ja. Man sagt dazu, dass es alt schmeckt. Ja, da verliert so Geschmack und so. Aber die schmeckt nicht alt, die ist einfach nur ein bisschen verfärbt. Ist aber wie so eine Milka Loufflé. Mhm. One Wolf Free. Ist gut. Das war das große Paket, ne? Das waren alle Pakete zusammen, weil ich ja nicht weiß, wer wie wo was hingehört. Ja. Aber ich jetzt nicht anfange, nur zu eins. Also es ist echt eine ganze Tagesportion sozusagen hier. Ich glaube, das ist ein Tages-Epa. Ja. Guck mal, du hast halt 3 Mahlzeiten mehr oder weniger. Morgens, mittags, abends. Ja. Und du hast zwischendurch immer diese ganzen, ja, hier auch Kaffee und so. Aber Kaffee brauche ich jetzt nicht, das ist einfach nur ein Instant-Kaffee. Da brauche ich jetzt nicht anfangen. Zucker ist Zucker, weißt du, das ist so klar. Ja. Was das hier sollte, weiß ich auch nicht, kann ich nicht sagen. Und das war einfach ein bisschen Müllbeutel dazu. Ich glaube, ja, wollen wir mal reingucken, nicht, dass wir jetzt das Falsche erzählen. Ich weiß nicht, was auf italienischem Müll heißt. Inigirelli.
Keine Ahnung, wie kannst du die sagen? Konstitution. Nee. Also von der Reihenfolge erst musst du essen, dann musst du reinkotzen. Ja, das ist, also wenn das eine Mülltüte sein soll, fress ich einen Besen. Weil, was ist das? Da holst du morgens die Brötchen vom Bäcker mit, Mann. Pass auf, ist eine Mülltüte, kein Problem. Für später. Super, kannst du dir einpacken und dann nimmst du es dir mit. Ja, das ist Quatsch, das ist keine Mülltüte, das ist irgendwas. Die Kotztüte. Vielleicht ist das für die Flieger oder so. Und die haben da halt Kotztüten drin. Schön, ja, Mensch. Ich putze mir jetzt nochmal die Zähne mit Kaffeesahne. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video. Mille grazie, adios amigos, ciao. Ich fass mal. Weißt du, wie Italienisch? Ciao. 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 Ciao, bella. Ciao, bella. Giga gotta, vorrei d'ora, gummi. Ja, ciao. Wir sehen uns im nächsten Video. Küsschen, ciao. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.